Mit dramatischer Musik im Hintergrund begrüße ich euch zum nächsten Part von Alan Wake. Im letzten Part sollen wir irgendeiner Tusse gehorchen. Oh, wow. Okay. Vielleicht, ich überleg's mir. Doch, ich werde dir nicht gehorchen. Okay, doch, vielleicht doch schon. So, hau ab. Okay. Alles klar. Wie heißt denn die Braut hier? Die alte Tröller hier, die sagt, hey, gehorche mir und so. Ich hab den Namen vergacht, du heilige Scheiße. Oh mein Gott, was wird denn jetzt hier passieren? Alice hat sie nie geliebt. Was? Doch, du lügst. Muss ich da runter? Will ich das? Sag mir jetzt nicht, dass ich gegen den Tornado ankämpfen muss. Oh Mann, gut, hinab ins Vergnügen. Ach du Scheiße. Du heilige Britney Spears. Oh. Lieber Miley Cyrus. Ist okay. Passiert mir das öfteren, dass ich gegen Tornados ankämpfen muss. Oh. Der Cauldron Lake, der Eingang zum Cauldron Lake. Ich hab's gleich geschafft. Komm schon. Komm schon. Alan. Wir haben's gleich. Oh oh. Wow. Scheiße, okay. Das hätte nicht sein müssen. Keine Chance. Doch. Au. Oh. Ups. Ich sollte nach rechts und links gucken, bevor ich über die Straße gehe. Ich sag meiner Mama nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Ach Mist. So, ups. So, du nochmal. Power. Ah. Okay, hat sich erledigt. Oh nein. Gut, ist weg. Wow. So, jetzt auch nochmal. Was ist das denn hier? Was ist denn das? Das Leuchtfackeln? Ach so, Leuchtpistolenmunition. Ach, sieh an. So, Tornadochen. Bleibt das in der Aufnahme oder schneiden wir es raus? Es bleibt drin. Oh. Ja, das war nicht sehr cool. Ich weiß. So, komm. Perfekt. Liegt da noch was? Boah, ich sehe nichts. So. Ja, keine Chance. Ja, du mich auch. Und jetzt rein in den Tornado schießen oder wie? Jawohl. Muss ich das machen? Vielleicht schon, ne? Den Tornado besiegen steht da ja auch. Okay, aber ich glaube, ich muss da irgendwie näher ran. So, pass auf. Wir warten erstmal. Okay, so. Und drüber. Perfekt. Wow. Jetzt verstehe ich nicht. Soll ich ihn von weiter weg besiegen oder nicht? Was ist denn jetzt los hier? So. Kurz erblinden. Das ist super. Keine Chance. Und... Wow. Ich glaube von hier. Ja, von hier machen wir es einfach mal. So. So. Wir haben ja hier unendlich Munition, oder? Hm. Sie versagen. Nein, ich lebe. Ich lebe. Uah. Oh, nur drei Schuss. Oh nein.
hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Den Klicker finden. Und was, wenn ich zu ihr gehe? Ich will den Klicker nicht finden. Ich will an dir klickern, meine Süße. Hallöchen, allein hier. Ja, dann mach dich schon mal Bett bereit und kannst dir ein bisschen bequemer machen, ne? Weil die Klamotten, die du jetzt anhast, sind vielleicht ein bisschen unpraktisch. So, wo ist der Klicker? Gut, wir suchen den Klicker. Ist ja gut, Mann. Mann. Du machst mir Angst. Ich will nur Spaß haben mit ihr. Hast du deine Tabletten genommen? Ja, hab ich. Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Ah, okay. Du hast bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Danke. Ich bin so stolz schön. Auf dich. Komm wieder ins Bett. Gott, wir reden morgen früh weiter. Schatz, weißt du, wo der Klicker ist? Nicht, dass ich dich damit besiegen möchte oder sowas. Klingt jetzt etwas komisch, aber ich möchte einfach mal kurz klicken. Und ja. Klick. Ist er hier drin? In der Küche vielleicht. Ich gehe mal kurz in die Küche. Du kannst ja hier schon mal warten. Da ist nicht die Küche. Hier ist die Küche. So. Der Klicker. Klick, klick, klick. Oh, hey. Wie wär's, wenn wir Fernsehen gucken? Wer ist Tom? Wer ist Tom? Klicker, der Klicker, der Klicker. Hast du die Blumen gegossen? Egal, nehmen wir den Klicker. Oh, ich hab sie befreit. Was zum Teufel? Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Okay, Mann, ich drücke ja schon. Gibt's eigentlich ein doppeltes Ending? Also so zwei Endings? Okay, was ist jetzt los? Warum ist das plötzlich alles so anders? Telefonat? Einkaufswagen? Telefonvogel fahr. Was? Ein Sofa. Hey, das ist gut. So, jetzt. Thermosflasche. Ah, verstehe. Vogel? Moment, Vogel. Oh, nein. Oh, hey. Ich hab dich befreit. Kommst du mir jetzt auch später zu Hilfe zu, wie in Resident Evil 4, wenn man den Hund befreit? Der hilft ja dann einem beim Ork. Ein Fass. Super. Hört ihr das? Ach, guck mal, es wird getippt. So, zack, 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 zack. Ah. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass wir, Alan Wake, selber gar nicht real sind, sondern in der Geschichte von diesem Thomas Zane, oder wie heißt er? Ich komme mit den Namen durcheinander. Meine Fresse. Durcheinander kommen. Existieren. Nur in der Geschichte von Thomas Zane existieren. Kann das sein? Ist das die Hauptstory von Alan Wake? Ist das das Geheimnis? Okay, ich gehe mal ran ans Telefon. Okay, nein, tue ich nicht. Was mache ich hier? Telefon, Einkaufswagen. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst. Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Frau zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt.
Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Oh! Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Ich muss das gar nicht alles machen. Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Du bist nicht Barbara! Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böse Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schaffen. Du bist nicht Barbara, Jack. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Was haben wir gerade gesagt? Mann, sind wir crank. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. You don't say. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren, ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste, wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit, Ursache und Wirkung, es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht, zurück ins Licht. Oh nein! Alan? Alan?
Existiert Alan etwa nicht mehr? Alice ist nun in Sicherheit. Das freut mich. Bright Falls. Hier begann alles. Es ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. What the fuck? Okay, das Ende ist jetzt extrem krass. Ist jetzt diese Trille da, das Fangirl von uns, die neue Hüterin des Lichts oder sowas? Kann das sein? Das war ja vorher die alte Trille. Und was, es war ein Ozean? Was zur Hölle, ich verstehe es nicht mehr. Sind wir jetzt echt oder nicht? Auf jeden Fall, bevor es hier gleich richtig losgeht mit der Musik. Es geht jetzt schon los, es ist super. Das Spiel war cool, es ist ein Spiel, das irgendwie viele eintönige Sachen hat, wie zum Beispiel die Kämpfe. Aber das Besondere ist einfach, dass es ab und zu solche Sachen gibt, wo man denkt, wow! Das war geil. Und die motivieren irgendwie einen weiterzuspielen. Es war einfach eine tolle Atmosphäre. Sie hat sich immer weiter aufgebaut. Es war eigentlich mal ein Spiel, das am Anfang so ein bisschen okay, geht so und am Ende so richtig nice wurde. Ich habe eine tolle Ausdrucksweise, oder? Ich sollte Staubsauger verkaufen. Dieser Staubsauger ist am Anfang so, weißt du so, aber später ist er... Wow. Okay, Original Xbox-Version. Remedy, bla 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 bla. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ist vorbei. Ich werde den Alan Wake vermissen. Danke auch an den Dietmar an dieser Stelle, der mitgemacht hat bei dem kleinen Musical. War cool, oder? War was Besonderes, das Musical. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es wäre schön, wenn ihr mich etwas aufklären könntet wegen der Story. Und wir sehen uns dann in einem neuen Projekt wieder. Ich habe schon eine Idee, welches es sein wird. Welches Spiel. Und ja, bis... demnächst, Freunde. Ach schön. Tschüss. Tschüss.